Einen schönen guten Tag, liebe Leute. Ich begrüße euch recht herzlich bei Bayonetta 2. Es geht weiter. Wir steigen ein, da wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich Kapitel 1. Mortanum Genesis. Ich würde sagen, let's go. The sacred mountain of Fimbulventer. The joint's supposed to be the link between Inferno and Paradiso. They say there is an entrance to Inferno, the gates of hell, somewhere on this mountain. No one knows where, though. Hell, no one even knows if it's true or not. The only reason this overgrown rock is worshipped like some god in the first place is that no one's ever been able to get close to the damn thing. It's like it don't want you there. Every climber ends up stranded or worse. And don't even try to fly a plane near that place, or bada-boom! But at least your soul doesn't have a long walk to whichever afterlife you got lined up, right? I'll wait for you in Noatum, at the foot of the mountain. Just hurry up with whatever it is you gotta do and get back there, all right? And the hotel's going on your account, with a mini bar too. Gotta keep myself busy while I'm waiting. Forget about it. I love those miniature drinks. I can't believe you, Enzo. I didn't know the in-flight service was exclusive to fat Italians. Ren, the plane ain't free, you know. That reminds me, you owe Alex the kid for the charter. Whoa! That's Fimbulventer. Not such a bad place when you look at it. Oh, but you gotta have a death wish to get close to that damn place if you ask me. Wow. Gives me the heebie-jeebies. What the hell? Where did these clouds come from? Enzo, this is where I get off. Say hi to the wife and kids for me. What? Wait, what? You're joking, right? I can't find this piece of shit! John, I'm on my way. Just behave yourself for a bit longer. Okay, wir sind angekommen. Die Menschen können uns ja nicht sehen. Es ist ein Einwohner Muatus. Solange ich in Purgatorio verweile, werden wir uns nicht in den Weg kommen. Nutze die Fähigkeit des inneren Panthers, um zu sprinten. Neige linken Stick und drücke zweimal ZR. Ach stimmt, die kann sich in einen Panther verwandeln. Pforte, die Pforte Muspelheims. Ein Erinnerungsfragment, das dem Autor scheinbar unbemerkt abhanden kam. Treten. Muss bleiben betreten? Nee. Ich will mich einfach nochmal kurz hier umsehen, wenn es gestattet ist.
Welt der Menschen ist bisher verschont geblieben. Jeder geht seinen eigenen Geschäften nach. Ich brauche mir keine Sorgen machen, dass sie mich aufhalten. Das fand ich im ersten Teil auch schon so weird. Kein Mensch kann sie sehen. Weil sie in einer Art, ja, wie soll man sagen, Paralleldimension ist oder was auch immer. Und nur ausgewählte Personen können sie halt sehen. Beim ersten Teil genauso. Aber gut, gehen wir mal hier rein. Muspelheim. Willkommen in Muspelheim, Geburtsstätte und Tummelplatz wahrhaftiger Krieger. Hier kannst du deine Fähigkeiten in allerhand schweren Kämpfen messen. Erringe Siege und verdiene dir seltene Belohnung. Wer verliert, wird nicht bestraft. Wird nicht bestraft, ja. Du kannst die Herausforderungen daher so oft annehmen, wie du willst. Ach, okay, das gab es im Vorgänger auch schon. Kann man verschiedene Challenges absolvieren. Und bekommt dadurch halt was. Besiege die Gegner nach Ablauf der Zeit. Okay. Ja, vor Ablauf der Zeit, ne? Au. Excellent. Spinn's wohl. Dieser Tritt, ey. Das war nur einer. Okay. Ja, Bronze. Gebrochenes Hexenherz. Ein Stück eines Hexenherz. Du hast vier davon gesammelt. Hast du vier davon gesammelt, wird deine maximale Lebenskraft erhöht. Ja. Ist auch wie im Vorgänger. Never change your running system. Ja, das sind immer noch so Übergangspforten zum nächsten Levelabschnitt. Trainingsmodus. Bam. Oh. Bin schon durch. Aber ich muss ja hier durch anscheinend. Wir werden beobachtet. Kein Wasser. Verrückt. Fragmente der Erinnerung. Ein Erinnerungsfragment, das dem Autor scheinbar unbemerkt abhanden kam. Ansehen. Berichte über seltsame Ereignisse finden immer wieder ihren Weg in unseren Alltag. Flashbacks von Orten, an die man eigentlich keine Erinnerung haben kann. Ein Kind, das plötzlich in fremden Zungen redet oder eine Stimme im Kopf, die vor unbekannten Gefahren warnt. Die Liste der Unerklärlichen ließe sich noch beliebig verlängern. Das heißt, das Geschehene, wann immer Menschen auf Fragmente von Erinnerungen stoßen, die von Gott auf der Welt hinterlassen wurden. Der Gott der Menschen besaß Augen, mit denen er alles sah, was auf der Erde geschah. Sie gaben ihm die Fähigkeit, das Schicksal derer zu kennen, die er betrachtete. Ihre Vergangenheit, ihre Gegenwart und ihre Zukunft. All das, was sie ausmachte. Gott liebte die Menschen, doch er begann, sie zu bemitleiden. Er versuchte, die Einzelheiten ihrer vergänglichen Existenz in ein Gedächtnis zu erfassen, fast so, als wolle er sie auf Zelluloid bannen. Doch tat er dies so oft, dass er selbst sie schließlich vergaß. Die Fragmente seiner Erinnerungen aber blieben auf der Erde zurück. Man kann sie nicht sehen oder fühlen und trotzdem können diese Fragmente überall sein. Man könnte direkt auf eine Erinnerung Gottes gehen, die es nicht bemerken. Ah, okay, jetzt sind wir mal im Menü drin. Hier findest du Infos zu allen Höllendämonen, die du bisher beschworen hast.
findest du alle Hexenwerke, die du bisher... Okay, alles klar. Was ist denn sonst noch so? Bayonetta selbst, klar. A und B. Tragische Liebe. Wahrscheinlich dann noch später noch andere Waffen, die wir nutzen können, aber aktuell haben wir nur die. Hier kommt was rein und wir haben auch noch nichts. Lollis. Haben wir auch noch keins. Also, wir sind nur relativ am Anfang, deswegen haben wir auch noch nichts großartig zur Auswahl, aber es kommt ja alles mit der Zeit im Spiel. Oh, da hinten haben wir noch was. Wieder ein bisschen Lektüre. Die versiegelte Zeit, Ernährungsfragment des Autors, das dem Autor scheinbar unbemerkt abhanden kam. Manchmal stolpert man über etwas, das schon lange verloren galt, nur um zu merken, dass es vollkommen unberührt an dieser Stelle weilte, an der es vermeintlich verloren ging. Fast so wie die Ruinen einer Stadt, die in vulkanischer Asche eingeschlossen vom Verlauf der Zeit verschont blieben. Manchmal werden diese Ruinen zufällig von spielenden Kindern entdeckt. Als ich in Noatun ankam, führten meine Nachforschungen zum Hafen. Dort offenbarte mir ein Fischer folgende Legende. Einst gab es eine verheerende Springflut, die sich über die Stadt ergoss und Teile des Fundaments wegspülte. Das Wasser der Flutwelle sammelte sich in den Höhlen und Becken, die noch heute der Stadt mitprägen. Überall in der Stadt waren so verborgene Wasserreservoirs entstanden, in denen man noch immer Statuen von Hexen und Waisen und Statuen ihres Gottes finden kann. Ich würde diese Ruinen gern näher untersuchen, bevor sie ganz verfallen. Doch das Wasser ist mir zu dieser Jahreszeit zu kalt. Eine gewisse mir bekannte Hexe würde sich diese Gelegenheit ins eiskalte Nass zu springen, aber sicherlich nicht entgehen lassen. Vielleicht schaffe ich es ja, hierher zurückzukommen, wenn es etwas wärmer ist. Ein Kurzurlaub hat noch keinem geschadet, der Plan steht. So, und da sind die Ruinen, während Bayonetta durchs eiskalte Wasser läuft. Ein großer Platz, hier wird gekämpft. Neue Engel. Smash it. Bingo. Mandragora-Wurzel. Die durch Kristallierung gehärtete Mandragora-Wurzel ist eine Brauzutat der Hexen. Sie ist ohne weitere Zutaten nutzlos. Mandragora-Wurzel. Rein Platin. Geil. Kein Schaden erlitten. So muss es laufen. Da hinten ist was. Fehlt so ein Airdash. Mal gucken, was passiert, wenn ich die Taste hier drücke. Schießen unter Wasser, das ist auch geil. Seht ihr vielleicht noch etwas, was ich nicht sehe? Kann ich hoch, ne? Okay, ich werde mal in diesen Swirl da reingehen. Vielleicht kann ich mir hier noch eine Belohnung abholen. Kannst du während der Hexenzeit Schaden zufügen? Ja, großartig. Okay. Das heißt, perfektes Ausweichen muss stimmen. So
Greif an. Okay, das war relativ einfach. You've been naughty. Gebrochene Mondperle. Die Hälfte einer Mondperle. Hast du zwei davon gesammelt, wird deine maximale Zauberkraft erhöht. Äußerst sexy. Nehme ich liebend gerne. Okay, jetzt sind wir wieder in Langsamhausen. Wobei, für Unterwasser läuft sie schon echt schnell. Aber ich kann mich auch nicht in den Panther verwandeln. Jetzt kann ich es wieder. Santa don't get paid enough for this shit. When Ed and Edna found their daddy wasn't coming back, it made me stay all the way through dinner. Don't pretend you weren't delighted. I hear Enzo's wife makes a lovely casserole. It was damn good. I'll give you that. Anyway, tell me how my babies are doing. They're behaving quite well. They found plenty of playmates here. Figured they would. Noah Toon had some deep connections with Fimbulventer and the Gates of Hell back in its day. Wouldn't be surprised to find a few of those playmates that like it rougher than the typical bunch. Anyway, you need any supplies, just make sure you keep bringing me these halos. And remember, I ain't here to get up in your business. My business is making things that do business. So don't come crying to me when you... Think you gotta do everything alone. I'm here to help. Just make sure you don't bust a cap in my ass. Äußerst schade ist, dass das Ganze halt nur in so Standbildern erzählt wird und es keine wirklichen Cutscenes gibt. Das ist äußerst schade. Aber ja, die Ausweichmechanik. Nani. Ja, guten Tag. Was geht ab? Kann mich nicht erinnern, euch eingeladen zu haben. Zur Party. Gut, wie ihr wollt. Gebackener Gecko. Der gebackene Gecko ist eine in einem kristallisierten Stein gebundene Brauzutat der Hexen. Sie ist ohne weitere Zutaten nutzlos. Oder einfach nur mal kurz hier lang spazieren und dann werde ich angegriffen. Ein Platin. Wunderschön. Bayonetta funkelt, weil die Magieanzeige voll ist. Ich wollte aber mal... Alter, was zum Teufel. So. Mal hier die Gates of Hell. Ja. Ich würde hier nämlich gerne shoppen gehen in den Gates of Hell. Welcome to the Gates of Hell. We've lit our prices on fire, so there won't be hell to pay. Come on, I gotta say some cheesy shit sometimes. Ja, ist wieder das Symbol hot. Dieses Symbol tragen nur die heißeste aller heißen Waren im Laden. Wenn du nicht weißt, was du suchst, vertraue einem bekannten Gesicht. Oder deinem Besitzer. Okay. Techniken. Amiibo gibt's auch, stimmt. Oh, den Schätze, was hat er so? Demnächst erhältlich. Alles klar. Waffen. Demnächst erhältlich.
Zubehör. Lehns Licht. 100.000. Was überhaupt? Das alte Band wurde von der ägyptischen Hexe Kleopatra geschaffen. Legt man es an, wird die Hexenzeit automatisch auf Kosten der Zauberkraft aktiviert. Als Anführerin des ägyptischen Hexenzirkels ersann Kleopatra dieses Armband, um all jenen zu helfen, die mit der Freiheit der Hexenzeit Probleme hatten. Der Feinheit der Hexenzeit Probleme hatten. Ausprobieren, okay. Das ist also ein bisschen teuer, wenn man mich fragt. Also, es steht zum Kauf da, ja. Aber nee. Items. Ich bin ein Kräuterlutscher. Hexenherz, 30. Kann ich mir kaufen. Und Perle. Also eins von beiden wird definitiv drin. Was ist noch so? Techniken. Stiletto. 20.000. Hammer deinen Gegner mit hoher Geschwindigkeit und füge ihm so großen Schaden zu. Auch im Sprung einsetzbar. Neige den linken Stick zweimal schnell in die Richtung des Feindes und drücke dann X. Oder halte ZL gedrückt und neige den Stick nach vorne um einen Gegner zu einem Gegner hin und drücke dabei X. Da will ich haben. Hexenwerk verbracht. Okay. Afterburner. Das klingt so falsch. Ah, 16.000 hätte ich noch. Vielleicht kaufe ich mir da noch eine andere Hexentwister. Bei diesem mächtigen Kinnhaken wirbelst du empor, auch im Sprung einsetzbar. Drücke gleich nach dem Sprung X. Okay, nehme ich. Ich glaube, für die 10 kaufe ich mir mal was. Was? Rotglühender Schuss? Nur, dass er mit der Dämonenmedizin, die eine Hexe von der Sterblichkeit bewahrt, wird automatisch eingesetzt, wenn die Lebenskraft leer ist. Ah, okay, ist ein Continue. Nö. Ich glaube, ich kaufe mir hier grünen Lutscher. Zu wenig? Ah, ich habe nur noch 1000, okay. Sorry, mich verguckt, ich dachte, ich hätte 10.000. Ja. Geh jetzt auf Hell verlassen vorerst. Aber jetzt haben wir schon mal zwei neue Moves gekauft. Die Ladezeiten sind doch relativ human. Ich dachte, das wäre länger. Da sind ein paar Ringe drin. Nehmen wir mit. Alles zerdeppern. Was zum Teufel? Ja, was zum Engel? Was passiert hier? Ich sehe nichts. Du schon wieder. Bein hat das Arsch im Gesicht. Das kam unerwartet. Ich kann diese Parkbank nicht zerstören, aber warum? Damn. Knock, knock. It's me. Die sexy Hexi von nebenan. Boah, geil. Habe ich schon ein bisschen Zeug gefunden, kann ich mir bestimmt nachher was brauen. Vielleicht ein paar Lutscher. Und die Leute so, oh mein Gott. Da gehen aber Sachen kaputt. Wie passiert sowas? Horn des Einhorns. Durch Kristallierung gehärtete Brauzutat der Hexen. Sie ist ohne weitere Zutaten nutzlos. Die Menschen so Panik. Würde mich auch anpissen, wenn ich einen Stand hätte und er wird einfach random jemand zerstören. Das hier sieht aus wie das Abbild eines Umbra-Schreins aus grauer Vorzeit. Ich muss alle Scherben einsammeln, solange das Gedächtnis der Zeit wirkt. Oben ist einer, unten im Wasser sind zwei. Einer bei der Tür. Scheiße.
Schaffe ich das zeitlich überhaupt? Okay, ich glaube, die Zeit ist doch schon relativ großzügig. Walljump? Jawohl, ja. Scherben ergeben zusammengefügt. Das. Okay. Na, ja, ist jetzt für mich sichtbar. Ich bin auf dem Platz und jetzt kommt schon direkt ein Kampf. Ich wollte es nur noch einsammeln. I'm never gonna reach Fimbulventa at this rate. Well, at least it won't be a boring trip. Huh? You can see me. You're putting on quite a show, little magician. Oh, you like that, huh? Wait till you see the climax. Silly girl. You'll have to do better than that to earn a tip, my dear. Who the hell are you? I'm just an innocent little girl lost in Wonderland, suffering at the hands of the Queen's trumped-up troops. Cute one, huh? Enough riddles. How can you see me? Because we're both in Purgatorio. Purgatorio? So, are we heading to Fimbulventa on a shopping trip for Mummy, little one? Maybe. But she told me never to talk to strangers. Stay out of my way, or I'll make sure you never get in it again. Ooh, scary. Off with their heads, eh? Damn it! They must have heard me. Erzengel der dritten Sphäre. Acolyte. Nimm das. Das wollte ich nicht. Ich will es aufnehmen, Y. Ach komm schon, Alter.
Ah, oh, da gibt's wieder Schallplatten für mich. Geil. Gab's im Vorgänger natürlich auch. Ah, nur Silber. Na gut, zielt die Gesamtbewertung wieder runter. Egal. Goldene EP, der Engelshymne, Einzug der Gladiatoren. Die goldene LP erhält die kristallklaren Stimmen der Engel. Auf die Oberfläche wurde eine Art Silhouette gemalt. Und zwei Schwerter. Bin mit der Steuer noch nicht so ganz vertraut irgendwie. Das ist auf der Switch irgendwie ganz wild. Nee, Gates of Hell gerade nicht. Wobei ich auf 57.000, ich könnte mir theoretisch was leisten. Midas Testament. Wer diese Glocke läutet, wird mit unerwartetem Wohlstand gesegnet. Okay, wurde jetzt auf die Tasten gelegt. Steuerkreuz. So, das ist das Ding, was ich eigentlich öffnen wollte hier. Yes. Zwei Herzen. Wenn ich mir rein theoretisch von der Kohle, die ich habe, noch zwei kaufe, dann hätte ich mehr Lebensenergie. Das ist keine so dumme Idee. Ich check nochmal ab, was mich das kostet. Well now, looks like you found a good reason to visit. You know, I'm all about them Angelic Hymns Gold LPs. Angels in Agony are pretty much my slow jams. I play that back home, and the demons will be lined up to get down. Lucky for me, I got a few jams of my own cooking that'll need a little demon kick to finish them off. That LP is just what the doctor ordered. Now hand it over. And I'll go get my swerve on. This motherfucker did not want to listen to reason, but it's all good, 'cause neither did I. Put him to work. Ja, jetzt habe ich die Waffen. Genau, durch die goldenen Schallplatten kriegt man neue Waffen, die man sich dann kaufen kann. Neuer Artikel im Tor zur Hölle. Einer von Rolands Schätzen ist eingetroffen. Lass dir das neue Hexenparfüm Umbra Eleganz Rakshasa nicht entgehen. Könnte ich mir sogar kaufen. 29.000. Ich hab nur 5.000. Echt? Ich habe gedacht, ich hätte mehr. Nicht drauf geachtet gerade. Ich denke, dass ich den 59.000 nähe. Eine Sonderausführung, die gleiche Eigenschaft hat wie das Original. Er wirbt diese Modelle, um die Waffe in Armen und Beinen auszurüsten. Okay. Aber wir haben sie schon mal, aber werde ich mir für einen späteren Zeitpunkt aufheben. Was kostet nochmal ein Herz? Ich will noch mal gucken, wie viel waren das? Achso, Quatsch. Items. 30, okay. Also ich brauche 60.000. Ich habe gedacht gerade, ich hätte im Kampf mehr gekriegt. Man kriegt erstaunlich wenig und die Preise sind echt gesalzen. Boah, das ist ein ziemlicher Halsabschneider. Gut, ich wollte noch gerne hier das hier einsammeln. Sonderbare Reliquie. Ein Erinnerungsfragment, das dem Autor scheinbar unbemerkt abhanden kam. Das werde ich jetzt aber nicht lesen, aber wir laufen hier hoch. Warte mal, untersuchen. Wenn ich mich dem Artefakt nähere, kann ich spüren, dass meine Zauberkräfte wie beim Mondschein steigen. Ja, also er hat den gleichen Effekt. Mal reinspringen. Okay, wird gespeichert. Aber ich sag mal, hier an dieser Stelle beenden wir jetzt erstmal Bayonetta 2. Wir werden das nächste Mal
da mit der Cutscene hier starten. Ich werde jetzt trotzdem das Spiel an dieser Stelle beenden. Ich denke mal, es wurde ja gespeichert, dass wir dann hierher zurückkehren können. Und ich sage schon mal, vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Folge von Bayonetta 2. Ich hoffe, euch macht das Spiel noch weiterhin Spaß. Also ich habe echt mega Fun damit und komme langsam wieder rein. Und ich finde es einfach wie den Vorgänger einfach nur fantastisch gut. Und ich habe einfach richtig Bock, das weiter zu zocken. Aber ja, ich nehme gerade auf, es ist schon relativ spät, aber ja, es geht dann wie gewohnt für euch mit Folge 3 dann weiter und ich hoffe mal, wir sehen uns dann wieder in dieser Episode. Macht's gut, bis dann. Tschüss.